Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Bei mir heute im Interview Manuela Kamper, Top-Expertin, wenn es um öffentliche Auftritte auf analogen und vor allen Dingen auch auf digitalen Bühnen geht. Hallo Manu. Hi Norman. Grüß die aus Tirol, sage ich jetzt, aus Innsbruck. Ja, da ist eine schön, Tirolerin schön, dass am anderen endlich Ende. Geschafft haben. Ja, ja, Jahre hat es gedauert. Vor allen Dingen interessant auch, dass wir eigentlich auf den richtigen Moment gewartet haben. Und wir werden auch nachher erzählen, warum. Ja, wir haben nämlich ein gemeinsames Projekt, aber dazu mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal über das ganze Thema Auftritt oder wir haben es genannt Erfolgsauftritt sprechen. Dass wir dich jetzt im ersten Step kennenlernen und dann aber auch, und das interessiert mich einfach brennend, da muss ich mich heute richtig zusammenreißen, dass ich ja auch eine gute Performance mache, ja, weil du einfach ein Profi bist. Du auf darfst reinbohren, Bühnen, Norman, keine wie Sorge. wie ich mein Publikum begeistern kann. Ja. Ich würde sagen, wir fangen so an, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich? Ja, also ich bin Live-Moderatorin aus wahrer Leidenschaft, wirklich purer Leidenschaft geworden. Und das war schon immer in meinem, ja, in meiner Genetik drinnen, möchte ich sagen. Das habe ich schon als Kind gespürt, dass ich auf die Bühne gehöre und da ist mein Zuhause. Also das war schon immer so in mir drinnen. Und das Ganze hat sich natürlich zur Profimoderatorin entwickelt und zu einer Auftritts- und Charismatrainerin. Also ich helfe auch Menschen dabei, auf ihre Bühnen des Lebens zu gehen, weil wenn wir da rausgehen, bei der Haustüre beginnt ja unsere Bühne, unser großer Auftritt. Und vor allem möchte ich Ihnen zeigen, wie es geht, dass sie sich nicht mit ihren Selbstzweifeln im Weg stehen, sondern authentisch das Ganze performen und Spaß dabei haben. Sehr cool. War das bei dir immer schon so? Das war immer schon so, dass ich Spaß dabei gehabt habe. Ja, es waren auch viele Mistakes dabei, da hatte ich keinen Spaß in diesem Moment, aber das gehört ja im Leben auch dazu und das sind die Fehler, wo man am meisten daraus lernt und wo man auch sehr viel, ja, ich sage mal, Stärke entwickelt und wo man besser dran wird. Mhm. Weil das ist ja eine große Angst oder auch Blockade, warum Menschen sich öffentlich nicht zeigen. Also wir reden ja heute nicht nur über die klassische Bühne, an die man denkt, wenn man den Begriff hört, sondern es geht ja auch darum, wie verhalte ich mich vor einer Kamera, ja, oder in einem Podcast-Interview, wie wir das jetzt hier machen, oder generell im öffentlichen Raum, ja. Und das gehört ja schon, also zumindest aus meiner Warte, eine gehörige Portion Mut dazu, sich öffentlich überhaupt zu zeigen. Ja, das fängt bei einigen Menschen vielleicht an mit einem Post. Ja, soll ich das jetzt wirklich so schreiben? Ja, immer diese Rückfragen an sich selbst. Bis hin zu, ich habe eine Einladung zu einem Interview. Ja, mein Herz klopft. Was mache ich jetzt? Ja, wie hast du dich auf dem Weg oder dahin entwickelt? Also niemand, oder es sei denn, du sagst mir jetzt das Gegenteil, aber wird man auf die Bühne geboren oder ist es eine Sache, die jeder lernen kann? Also wir unterscheiden ja Menschen, die eine extrovertierte Art haben und die auch eine introvertierte Art haben. Es gibt ja immer dieses Schattenprinzip und ich gehöre zu denjenigen, die diese extrovertierte Art haben. Also ich war schon immer sehr gerne im Mittelpunkt, ich war auch immer sehr gerne durch Humor ganz vorne in der Schule. Also das ist mir angeboren und noch genetisch vererbt durch meinen Papa, der immer schon ein Bühnenstar war in der Volksmusikszene. So war ich schon auch auf dieser Bühne und habe das immer mitbekommen, dass das toll ist, wenn man da oben steht in diesem Scheinwerferlicht und da unten schauen Menschen auf einen und das nicht wenige. Das war so ein, ja, das war ein tolles Gefühl. Da habe ich gewusst, da will ich hin. Für andere ist das fürchterlich, die sich eher gern zurückziehen, die eher in sich sind, die ja fast schon Angst davor haben, sich zu zeigen. Und das ist eine Riesenhürde für so einen Menschen. Also man muss beide Extreme verstehen und auch beide Extreme so abholen, dass es passend ist. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Aber natürlich tun sich die schwieriger, die das nicht so frontal gerne mögen, wenn ich sage,
Entschuldigung, bühnengeil oder bühnenkrank, dann meine ich diese beiden Extreme. Also manche zieht es da richtig hin und manche sagen, nee, das ist überhaupt nicht meins, da habe ich Angst davor, richtige Angst davor. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich richtige Angst habe, aber es hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich gedacht oder gesagt habe, ich gehe mit einem eigenen Podcast on air. Ja, also ich zeige mich in der Öffentlichkeit, ja auch in meiner Expertise. Das ist ja im Grunde das, was ich auf der Bühne ja auch präsentiere. Ja. Gab es in deiner beruflichen Laufbahn so ein Event oder einen Auftritt, einen öffentlichen Auftritt, wo du sagst, wow, das kann auch richtig schief gehen? Ja, den gab's und das war ein Riesenlearning, weil als Moderatorin oder als Jungmoderatorin ist man natürlich heiß auf große Galas. Da will man auf die großen Bühnen rauf. Und ich habe ja wirklich vom Kaufhaus Glücksrad drehen, wo 25.000 Menschen an einem vorbeirennen, wo man wirklich um die Aufmerksamkeit poolen muss, dass man gehört wird und dass man gesehen wird. Also von der Pike auf gelernt auf den verschiedensten Bühnen. Und mein großer Traum war immer, auf eine große Galabühne zu gehen, in einem großen, schönen Abendkleid und dann nur einen Hut dazu drauf. Das war mein großer Wunsch. Und dieser Wunsch hat sich dann auch erfüllt. Und ich habe aber irgendwie schon das Gefühl gehabt, irgendwie ist das nicht meins. Also ich war immer sehr gerne in kleinen Events, bei so kleinen Firmengalas, Produktpräsentationen, da habe ich mich wohlgefühlt, da war ich direkt im Publikum mit drinnen. Und diese Gala, das war so das erste Mal riesige Bühne mit Kameramann, 3000 Leute vor mir, große Szenerie, Scheinwerfer, mit Headset, mit Regie-Captain und so weiter. Und also da habe ich schon richtig Respekt davor gehabt. Und ich habe als Moderatorin in diesen Anfangsstadien viele Fehler gemacht, weil ich nicht so selbstbewusst war, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte ein In-Ear-Mikrofon haben. Ich muss wissen, was hinter der Bühne passiert. Ich muss die Zusammenhänge verstehen im Live-Momentum. Wer hat gerade einen Fehler gemacht oder wo haben wir einen Stocker drinnen? Wo muss ich zum Interview umleiten? Also die ganze Technik war in dem Moment überhaupt nicht gegeben. Also ich war da draußen 3 Stunden vor 3000 Leuten und ich habe gewusst, ich habe meine Moderationskarten und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und diese Organisation hat mich auch, möchte ich sagen, sehr nervös gemacht, weil die war kein Profi. Also das war von einer Innungsschau, die Innungsmeisterin und die hat das organisiert und das war halt sehr, ja, laienhaft. Und ja, und dann passiert es, große Eröffnung, großes Szenario, ich renne raus auf diese Bühne und das war wie wenn ich so gegen eine Wand rennen würde. Also das war richtig, was ist da los? Dieser Sog von diesem großen Publikum, der war richtig stark. Und das war ich nicht gewöhnt, also schon einmal dieses große Bild zu haben vor mir und diese Riesenmasse, das hat mich richtig erschrocken in dem Moment. Und das muss ich noch sagen, vorher hat diese Frau zu mir gesagt, bitte spiel dich nicht zu sehr in den Vordergrund. Also die war so, wollte sich so, ich habe die Größe von der Frau abgenommen bekommen, ich muss da den Innungsmeister und ich muss die alle anderen hochspielen und die darf mich nicht zeigen. Und da ist so ein Glaubenssatz in mir aus meiner Kindheit in dem Moment losgebrochen, den habe ich mit auf diese Bühne genommen. Das war in dem Moment spürbar für mich. Also da waren viele Zusammenhänge, die ich im Nachhinein realisiert habe und reflektiert habe. Vor allem, was da überhaupt nicht gepasst hat. Und dann war die falsche Logo-Session eingeblendet, die falsche Bildformation von Models ist rausgekommen. Also es ist drunter und drüber gegangen und ich habe den ganzen Abend mir selbst und anderen den Arsch gerettet mit meiner Moderation. Und das Witzige war, mein Mann war damals im Publikum und ich gehe runter von der Bühne und der war Superman und das war klasse. Und sage ich, bitte bring mich nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Was war denn das heute? Wieso, das hat doch toll ausgeschaut. Und gesagt, ich mache das nicht mehr, ich bin fix und fertig, bitte bring mich heim. Ich war so unglücklich, weil der Event, das war ein Job. Das war ein permanentes Kämpfen. Also es war überhaupt nicht entspannt, es hat mir plötzlich keine Freude mehr gemacht und erst im Nachhinein habe ich verstanden, was ich wirklich für Fehler gemacht habe. Und eine ganz tolle Persönlichkeit aus Tirol, die hat mich angerufen eine Woche später und hat gesagt, Manu, bitte, du musst unsere Pressekonferenz, wir bringen ein neues Produkt auf den Markt, das war, ich darf sagen, Swarovski Kristallwelten, bitte Manu, wir wollen dich dabei haben, du musst das machen. Und ich war echt so knapp davor abzusagen
Und habe es dann zugesagt und ich war wieder in dieser Kleinszenerie vor Pressemenschen, vor Publikum, wo dann ich über ein Produkt sprechen habe dürfen, meine volle Emotion ausgebreitet habe und die Leute haben die Augen zugemacht im Publikum und sind mir mit strahlenden und lächelnden Gesichtern gefolgt, wie ich diese Geschichte erzählt habe, wie ich diese Emotionen übertragen habe und plötzlich war ich wieder verbunden. Und das hat mir in dem Moment das Leben gerettet als Moderatorin, dass ich weitergemacht habe, weil das war wie nach einem großen Verkehrsunfall, verstehen, was waren die Fehler und jetzt mache ich es noch einmal und das wieder zu spüren, dass ich es kann. Das war mein Wiederauferstehungserlebnis. Und deshalb sage ich auch jedem, zieh dir nicht den zu großen Schuh an, wenn er noch nicht passt. Ja. Es können sich Wünsche plötzlich erfüllen, aber es muss in dem Moment nicht gerade der richtige Moment sein. Ja, ich meine, man muss ja auch gut drauf sein. Ja. Das habe ich ja auch jetzt gerade vor unserer Aufzeichnung hier gesagt. Hey, Manu, ich bin heute gut drauf. Dann kann das auch gut funktionieren. Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Und gerade bei so einer Gala sind ja so viele Einzelkomponenten, die du ja gar nicht mehr kontrollieren kannst. Ja. Ja. Das ist ja auch so, wenn du in die Öffentlichkeit gehst im digitalen Raum, dann kannst du ja auch nicht mehr die Reaktionen auf deinen Content kontrollieren. Ja, also du bist den wertschätzenden Menschen genauso ausgeliefert wie den Leuten, die dich vielleicht nicht leiden können. Ja? Und das ist ja auch das, was viele davon abhält, auf diese Bühne zu gehen. Ja, das ist einer der Hauptblockaden, die du da ansprichst. Dieses da draußen gemocht werden. Wie finden die mich da draußen? Was halten die von mir? Diese Angst, was für eine Meinung bilden die sich da draußen von mir? Und das ist eine der größten Blockaden für viele, weil man möchte gefallen, man will eine gute Show machen, man will die da draußen mitziehen. Aber da sage ich immer, geh zu dir, mach deine Show. Du bist die Show da draußen, du bist der Event auf der Bühne. Und was die von dir da draußen denken, das ist denen ihre Meinung. Ja. Geh das immer hat mir übrigens auch mit dir geholfen. Da raus. Ja. Das hat mir auch geholfen, weil ich einfach mir selber gesagt habe, ich mache den Podcast für mich. Ich will was lernen, ich will tolle Leute kennenlernen. Und wenn es sich einer anhört und toll findet, cool, wenn nicht, dann nicht. Ja, also das war so meine Brücke, den Weg zu gehen. Du hast vorhin gesagt, du hast einen Glaubenssatz aus der Kindheit mit auf die Bühne genommen. Welcher war das? Das war der Satz, mach dich nicht so wichtig. Den habe ich sehr oft gehört, weil ich ein sehr lautes, ein sehr, wie ich das schon erzählt habe, sehr extrovertiertes Kind war. Und ich habe immer gesprochen, das war immer schon mein Ding. Und meine Kommunikation, das war mein Innerstes. Und in der Schule lernt man dann, sitzt die hin und ganz hinten am besten, weil du bist so laut, du redest so viel und so gerne und das ist nicht immer alles lustig. Und und eine bestimmte Person hat mir diesen Satz gesagt und dieser Satz, den musste ich finden. In dem Moment ist er gekommen. Und wenn man diese Glaubenssätze in sich findet, wo sind denn da diese Blockaden? Wenn man das versteht, wenn man lernt, den Verstand zu verstehen, dann kann man es korrigieren. Und wenn man sich das positiv affirmiert, wenn man sich das positiv wirklich jeden Tag oder bevor man auf die Bühne rausgeht, sagt, ich bin jetzt wichtig, ich bin da die große Show da draußen, mit mir steht und fällt der Event, ich darf mich zeigen, ich gehe in meine ganze Größe rein, ich gehe in dieses Abendkleid rein und ich bin die Königin, dann strahle ich ganz was anderes aus. Und so wie du sagst, im Podcast ist es ja noch schwieriger, finde ich, eben das nicht zu spüren, zu wem du sprichst. Da ist diese visuelle Vorstellungskraft viel, viel intensiver. Und ich mache das genauso und das würde ich jedem so empfehlen, bevor er in eine Show, ob Podcast, ob Bühne reingeht, visualisier dir dieses Bild von diesem Momentum. Wie schaut dein Publikum da draußen aus? Was denken die sich? Was haben die für Erwartungen? Was haben die für Mindset da draußen? Versuch die da in die Situation rein zu versetzen. Geh wie so mit so, ich sage immer, wie so mit einer 3D-Brille, die es jetzt gibt, so diese Digitalisierungsdinger da, wo man so in verschiedene Welten eintaucht. Setz dir die Brille auf und geh schon in den Event hinein und spür das. Ja. Und wenn du dieses Publikum dir mental vorstellen kannst, die Situation mental schon vorstellen kannst, dann gehst du auch schon viel besser in dieses Learning rein. Bevor man die Moderation aufbereitet hat und in das Üben reinkommt, stellt man sich diese Bühne
ob ich das da zu Hause im Wohnzimmer trainiere oder auf dem Balkon draußen, stelle mir diese Bühne vor, diesen Moment und wie die Leute mir zuhören, wie sie mich anschauen. Und vor allem, wenn ich einen Spaß mache, kommt es gut oder schlecht an? Passt der Humor gerade da an dieser Stelle? Ja. Also es ist wirklich ein sehr wichtiges Element, dieses Visualisieren, dieses Spüren im Vorhinein, mental in diese Rolle hineinzugehen. Ja, ich find das einen ganz wichtigen Skill, wenn ich jetzt so zum Beispiel auch an meine Kinder denke, wie wichtig oder wie sehr ich ihnen wünschen würde, sich ihrer selbst bewusst zu sein, ja, auch später im beruflichen Leben natürlich, um sich auf einer Bühne zu zeigen und nicht der inneren Blockade ausgeliefert zu sein, zu sagen, vielleicht gibt es jemanden, der es besser macht als ich. Ich mache es lieber nicht. Ja? Oh Gott, sondern dieser Vergleich immer. Genau. Ja, das ist ja auch immer diese Blockade. So gut wie der das kann oder so wie du sprichst, so kann ich das nicht. Dieser Vergleich ist der Tod des Egos. Du bist die Show. Niemand auf der Welt ist so wie du. Niemand hat diese Stimme, niemand hat diesen Spirit, diesen Charakter, diese Gedanken. Und wenn man sich selber so als dieses Wunder in der Welt sieht und auf der Bühne, und Kinder können das ja nur so, ohne Hemmungen, wenn man diesen Erwachsenen verlässt und wenn man wieder in dieses Spielerische hineinkommt, dann spürt man das und dann verbindet man sich mit sich selbst. Ja. Und du hast, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, das habe ich im Vorfeld recherchiert, sich auch und vor allem mit dem Publikum zu verbinden. Was ich mir schwierig vorstelle, wenn ich so vor 3000 Menschen sitze. Was meinst du damit? Das ist ein Andock-Moment, sage ich. Also wir entscheiden ja in Sekunden, ob wir jemanden gut oder schlecht finden, ob wir jemanden sympathisch finden. Denk nur mal selber ans Fernsehen, wenn da ein Moderator rauskommt oder eine Moderatorin, die du nicht gut findest oder die da auf die Nerven geht, weil sie so eine hohe Stimme hat und das 3 Stunden lang so durchzieht, dann schaltest du um. Und diese ersten Sekunden, die sind so entscheidend, wenn du auf die Bühne rauskommst, was du für eine Ausstrahlung hast, wie du die Kunden abholst, das Publikum abholst, egal was du machst da draußen, ob das eine Online-Show ist, Live-Show, Podcast, wenn es spannend ist, wenn es sympathisch ist, wenn es vor allem um sie da draußen geht, wenn sie sich angesprochen fühlen, dann verbindet sich das mit dir. Weil die sollen das Gefühl haben, sie sind ein Teil von dir und du bist ein Teil von ihnen. Ihr seid das Gemeinsame da jetzt in dem Moment. Und dann entsteht dieser, das ist wirklich interessant und das ist wirklich eine Energie auf der Bühne. Vor vielen Menschen spürt man das plötzlich, wenn man sich verbindet. Das ist wie wenn man so, ich sage immer wie beim Avatar, wo sich da diese Fäden verbunden haben. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, aber so ist es dann. Man verbindet sich mit dem Publikum und sie spüren einen intensiver. Und da gibt's, mitgehen, ne? Ja, es gibt verschiedene Stilmittel, dass man das erreicht. Aber das Wichtigste ist, in dem Moment, wenn man auf die Bühne geht, diese Energie zu haben, diese Freude mitzunehmen, dass man wirklich für sie da ist und eben, dass man sie in den ersten Sekunden mitnimmt auf diese Reise. Das ist wirklich eine Reise. Kann man sich vorstellen, wie so ein Flugzeug, das abhebt, wo man schnell nach oben schießen. Und wenn wir mal in der Luft sind, ist es schön. Und dann geht es zur Landung und die tun wir schön ausfäden und noch mit einer tollen Botschaft verbinden. Also es gibt verschiedene Elemente und Stilmittel, die man lernen kann. Aber das Wichtigste ist diese eigene Energie der Übertragung. Man hat ja so gesehen eigentlich eine temporäre Community. So kann man es eigentlich vergleichen. Dass man sagt, ich gehe jetzt auf eine Bühne oder ich gehe jetzt in ein Podcast-Interview. Ja, und dann habe ich ja in dem Moment eine Community, mit der ich ja interagieren muss. Und diese Interaktion führt ja dann dazu, dass sich das so anfühlt wie für einen Surfer, der quasi so diesen Tunnel in der Welle findet. Ja? Genau, ja, und ist gut beschrieben. Weil das ist auch das, was mich so motiviert, den Podcast seit 2015 zu machen, weil die Leute sich melden, Rückmeldungen geben, mal eine Bewertung schreiben bei iTunes oder so. Ne? Also das ist so, so unser Applaus für Podcaster. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn dann 3000 Leute im Saal Standing Ovation geben oder du das Feedback im Nachhinein bekommst, hey, das war jetzt echt ein cooler Auftritt, ja, dann freust du dich ja auch, dass du in deiner schöpferischen Kraft was gegeben hast, ja, und dass die Leute mitgemacht haben, dass sie sich darauf eingelassen haben. Ja. Absolut. Das spricht ja dann auch für dich. Ja.
Und das ist auch im Briefing immer der erste Satz oder die erste Frage, was wollt ihr den Menschen mitgeben, wenn die da bei der Tür rausgehen? Was für ein Gefühl wollt ihr hinterlassen? Was ist das Ziel von der Botschaft? Und wenn die Botschaft richtig angekommen ist, dann ist es erfüllt, dann ist es schön, dann ist es erfolgreich. Und ich muss gleich dazu sagen, Kritik bekommt man auch, weil eben man kann nicht jedem gefallen und das ist ganz menschlich und normal. Und so ist es mir auch mal gegangen, da habe ich bei der Wirtschaftskammer Gala, ich glaube, in 3 Stunden 400 Namen vorgelesen. und es war eine tolle Show und vom Obersten hat sich jeder bedankt, wie das toll war. Und ein Kunde aus dem Saal ist dann gekommen und hat gesagt, du hast den Namen meiner Frau falsch ausgesprochen, du bist eine schlechte Moderatorin und. Und hätte diesen einen Menschen, der, wo ich einen falschen Namen gesagt habe, mitgenommen in dem Moment als Kritik, dann hätte ich mir den ganzen Abend versaut. Dann hätte ich mir den ganzen Erfolg versaut. Also ich konzentriere mich immer auf die, die sagen, das war spitze, ich gehe da raus, ich nehme was mit, das war nicht nur unterhaltsam, das war informativ. Vielen Dank für den schönen Abend. Vielen Dank für das interessante Interview oder whatever. Aber es wiegt so viel schwerer, ja. Dieser eine Name, der vergessen, falsch ausgesprochen ist, der wiegt halt so immens schwerer als das ganze Lob, was danach oder davor kam. Ja, das halt so mit, aber da ist es eben wichtig, dass man konstruktive Kritik mitnimmt. Also wenn mir jemand sagt oder wo ich merke, der will mir jetzt runterziehen oder der will mir jetzt einfach klein machen, das kann ich mittlerweile schon gut unterscheiden. Und wichtig ist, wenn jemand eine positive Kritik hat, ich würde es das nächste Mal im Aufbau so machen oder ich hätte es besser gefunden, wenn ich merke, der will mich weiterbringen, dann nehme ich sie an, dann nehme ich sie mit. Ja. Und sagt, Dankeschön für den Hinweis, das war richtig gut, nimm ihn mit fürs nächste Mal. Ja, stark. Wenn wir beide mal so 20 Jahre zurückdrehen oder 15 oder 10, ja, dann ist nach meinem Gefühl der Auftritt, also der allgemeine Auftritt, der öffentliche Auftritt vor allem, immer mehr und mehr in den Fokus geraten. Jetzt auch durch Social Media natürlich, ne? Und durch das ganze Thema Personal Branding. Während wir, ich erinnere mich noch, als wir Corporate Design entwickelt haben, also für Unternehmen, Erscheinungsbilder, ja, da war das überhaupt nicht wichtig. Da ist vielleicht der Vorstand, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mal in der Presse aufgetreten oder hat mal ein Interview gegeben oder es gab mal eine Pressemitteilung. Aber es war nie wirklich notwendig damals, dass ich mich persönlich in den öffentlichen Raum bewege und mich dort zeige, in meiner Expertise, meiner Persönlichkeit und ja auch eine gewisse Nahbarkeit dadurch herstellen muss. Ja? Warum ist es aus deiner Sicht oder vielleicht auch deine rückwirkende oder rückblickende Betrachtung so wichtig, dass wir uns heute genau darum kümmern? Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für einen wichtigen Hinweis in eigener Sache, denn ich möchte dich herzlich in die Genius Alliance University einladen. Mit der Genius Alliance University haben wir uns das Ziel gesetzt, einen partnerschaftlichen und vor allem vertrauenswürdigen Dialog zwischen Gründern, kleinen mittelständischen Unternehmen, Investoren sowie Top-Experten über die digitale Zukunft aufzubauen. Und damit in Zukunft digitale Technologien unserer Gesellschaft und Umwelt nützlich sein kann, kommt es darauf an, innovative und engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden und zu unterstützen. Wir wollen dabei helfen, die hohen Eintrittsbarrieren zu überwinden, die durch immer komplexer werdende Technologien, fehlende Finanzmittel und mangelhafter Bildungsangebote verursacht werden. Auf der Genius Alliance University Plattform erwartet dich täglich neuer und vor allem kostenfreier Content, wie zum Beispiel die Shownotes zum Genius Alliance Podcast, Fachartikel zu den verschiedensten Themen, Ratgeber, Handouts, Präsentationen, unzählige Videos und Audios, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials, aber auch Online-Kurse wie zum Beispiel mein Online-Kurs Podcast Mastery, in dem ich die Hacks zu diesem Podcast hier verrate und teile. Und in Zukunft wird es auch Livestreamings geben. Aber das Beste kommt noch, denn zusätzlich bieten wir dir in unseren Masterclasses den direkten Austausch mit den besten Mentoren, die wir in Deutschland haben. Also Schluss mit dem Konsum von veralteten Wissenskonserven. Du lernst von echten Menschen, die sich Zeit für dich nehmen. Registriere dich jetzt gleich kostenfrei in der Genius Alliance University oder engagiere dich als Mentor oder als Experte bzw. Expertin. Du findest uns im Internet unter university.genius-alliance.com oder du folgst einfach
dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ich begrüße jeden persönlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Weil wir im Zeitalter der Bewegtbildkommunikation angekommen sind. Ich habe ja auch mal im Printwesen gearbeitet und da habe ich mich schon angefangen, für Online-Werbung zu interessieren. Wie geht denn das mit Social Media? Und da war das nur ein Teufelswerk in der Printszene, Werbung über Online, was soll das sein? Hätte ich damals, also vor 10 Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe, schon die Möglichkeiten gehabt, die ich jetzt hätte oder habe, dann wäre da ganz anders was los gewesen. Also ich hätte viel mehr mich präsenten können als Moderatorin und das war damals einfach nicht möglich. Und jetzt haben wir dieses tolle Schaufenster in die Welt hinauszugehen und vor allem als Einzelunternehmer, als Kleinunternehmer, dieses Schaufenster über Social Media zum Beispiel zu bedienen, uns da zu zeigen mit unserem Mindset, mit unseren Produkten, mit unserer Philosophie, mit unseren Kunden, mit unseren Referenten. Mhm. Es ist alles möglich und das ist der schnellste Weg zum Kunden. Also ich habe jetzt gerade wieder Kameratraining gemacht für eine Firma. Wir bringen Informationen durch Videomarketing viel schneller schon vorher zu den Kunden. Ja. Wir sparen uns einen Akquiseweg, der früher extrem aufwendig war. Und jetzt sind wir da schon mitten in der Tür beim Kunden. Also es ist ein Stilmittel und es ist ein Werbeinstrument, das Zeigen, das auf die Bühne gehen, ob das auf Social Media ist, ob das über einen Podcast ist. Das Schnellste, dass man seine Kunden erreicht. Und vor allem, man hat ja nicht nur was gesagt, man hat ja nicht nur Inhalte, sondern man hat seine Persönlichkeit gezeigt. Mhm. Und dieses Spüren, wir Menschen reagieren auf Menschen, wir reagieren auf Emotionen, wir sind Gefühlsmenschen und keine Mr. Spock, die da draußen herumrennen und wir kaufen Menschen und keine Produkte. Wir kaufen Philosophien. Wir kaufen Geschichten und keine Produkte. Und deshalb ist Auftreten etwas ganz Wichtiges und Wertvolles. Und ich würde fast schon sagen, es ist schon ethisch korrekt, wenn man das heutzutage macht als Unternehmer. Es ist ein absolutes Muss. Und auch wenn man seine Mitarbeiter dahin trainiert und vorbereitet. Ja, unbedingt. Und ich wäre sehr dankbar als Mitarbeiter, wenn ich so einen Chef oder eine Chefin hätte, die das fördert. Warum? Ja. Weil das natürlich ein Wahnsinns-Karrierebooster ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mich als Führungskraft in der IT-Abteilung oder im Marketing oder im Vertrieb zum Rockstar meiner Company oder zum Rockstar vielleicht sogar meiner Branche mache, ja, und der Inbegriff werde für etwas, für das ich stehe, für das ich mit meiner Expertise stehe, dann ist jede Gehaltsverhandlung, die ich in Zukunft führe, hat einen ganz anderen Ausgang, ja, als würde ich das eben nicht beherrschen. Ja. Und es ist einfach, also wenn ich mir auch in der Unternehmensführung anschaue, zum Beispiel in Startups, dann ist es halt extrem wichtig, dass ich diese innerbetriebliche Bühne genauso gut bespielen kann, dass ich meine Leute abholen kann. Weil stelle ich mir mal vor, ich will ein Unternehmen aufbauen und bin nicht in der Lage, die Mitarbeiter zu begeistern, zu faszinieren, zu inspirieren, sie mitzunehmen auf diese Reise, die Vision, die ich mir vielleicht ausgedacht habe, ja, oder im Founder-Kreis, dass ich die Leute wirklich von diesem gemeinsamen Big Picture überzeugen kann, ja, bis hin zu Investoren. Also wie viele Investorengespräche scheitern daran, dass die gesamte Pitch-Präsentation eigentlich nur ein Vorlesen von PowerPoint ist, aber nichts mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat, aber wohl wissend eigentlich, ja, dass die Investoren sehr viel Wert auf das Team legen. Das heißt, ja, es ist maßgeblich geht immer um das. Dafür. Wenn man sich diese Shows anschaut, die sagen ja dann meistens, das war jetzt nicht so rund, aber du gefällst mir mit deinem Mindset, wie du an die Dinge herangehst, mit welcher Konsequenz ihr das erschaffen habt, um das geht's. Ja. Und das Vertrauen natürlich zu erhalten. Also dieses Vertrauen schaffen als Persönlichkeit, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und die fachliche Komponente ist natürlich die andere, aber als allererstes sage ich immer, du bist das Produkt. Du bist das Produkt, das da draußen steht und niemand anderer. Das kann vielleicht jemand nachmachen in kürzester Zeit, aber du bist das Produkt in dem Moment.
Und ich bin ja selbst den Weg des Entrepreneurs gegangen. Ich habe ja selber ein Möbel damals auf den Markt gebracht. Da hatte ich wieder mal eine tolle Idee. Und ich habe das geschafft, an einen großen Konzern diese Idee zu verkaufen. Und dieser Weg auch von diesen, also ich habe da 120-Sekunden-Show hat das damals da in Tirol geheißen, wo Startups ihre Ideen präsentieren können vor einer Jury. Da habe ich schon Wettbewerbe gewonnen. Aber da war Social Media noch gar kein Thema. Und ich habe durch viele, viele Neins gelernt, immer besser zu werden, in kürzester Zeit die Dinge auf den Punkt zu bringen. Wie ich dann schlussendlich in den Konzern reingekommen bin, hat nur meine Art und meine Geschichte als Person möglich gemacht. Mein Produkt war zweitrangig. Aber die Frau, die hat mich so toll gefunden, dass ich da mit meinem Laptop in den Flieger steige und ihr meine Idee bringen will. Das war damals die größte Milliardärin im Rheinland, die diese Nagelkonzepte aus Amerika nach Europa gebracht hat und dir gesagt, dass sie da herkommen und mir diese Idee bringen. Das findet sie extrem wertschätzend. Und wir haben ein Gespräch geführt, da ist es nicht um Produkte gegangen, sondern um unser Leben. Und da ist ein Vertrauen entstanden und in kürzester Zeit war das dann so, dass sie gesagt hat, wir machen dieses Projekt gemeinsam und sie hätte gern noch was anderes dazu. Und so hat sich das entwickelt. Und plötzlich war ich auf der größten Messe in Düsseldorf für Kosmetik und habe meinen Stuhl dort präsentiert. Und das waren natürlich, ich meine, das ist jetzt abgekürzt, das war ein harter Weg dahin, das waren 3 Jahre Türklinken putzen, aber so lernt man natürlich auch Menschen gewinnen, so lernt man sich selber zu verkaufen, zu promoten, ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Aber es zeigt einfach, dass es Training braucht, ne? Und da ich dich vor allen Dingen auch in deiner Methode, wie du das Menschen vermittelst, sehr schätze, habe ich dich gefragt, inwieweit du unsere Partnerin in der Jeans Alliance University werden möchtest und mit uns zusammen eine Masterclass aufbaust. Mhm. Und, was soll ich sagen, du hast gesagt, ja, hast ja sonst nichts zu tun. Wie könnte man, warum habe ich nicht Nein gesagt? Ja, also du bist wirklich sehr viel gebucht, was uns dazu zwingt, die ganzen Prozesse wahnsinnig effizient mit dir zu gestalten, was ich aber gut finde, ja, weil dadurch sind wir sehr zielorientiert. Und wir haben mit dir zusammen auch ein Mentorenteam auf die Beine gestellt. Mhm. Vielleicht magst du selber kurz was zu den Personen sagen. Also nur kurz, welches Thema. Wie gesagt, also du, da muss ich jetzt schon noch einmal ausholen, weil du warst ja damals auch auf meinem Weg mein Mentor, der mir sehr, ich habe damals den Markenrebell-Podcast noch rauf und runter gehört und war großer Fan und dann haben wir uns kennengelernt und dann hast du mir ja auch hauptsächlich mit meinem Mindset geholfen, mich zu positionieren als selbstständige Moderatorin ohne Sender, ohne ORF im Hintergrund oder irgendwen. Da hatte ich schon so ein bisschen Zweifel, wie funktioniert denn das? Und das war einfach für mich eine Abkürzung, möchte ich sagen. Also du hast mir so einen Speed gegeben in der Umsetzung, dass ich vielleicht viel schneller dahin gekommen bin, als wie wenn ich dich nicht gefragt hätte oder wenn du mich nicht begleitet hättest. Und das ist dieses von Menschen lernen, von Menschen geführt werden. Und das ist diese Masterclass, wo wir das auch machen. Also wie schaffen wir es denn für dich, deinen besten Auftritt für dein Business da draußen zu erschaffen? Und wie kannst du das so schnell wie möglich lernen? Und da sind jetzt eben die Besten der Besten am Start aus deinem Pool, aus meinem Pool, wo ich glaube, dass diese Elemente für den gesamten Auftritt einfach in der heutigen modernen Zeit wichtig sind, die wir brauchen. Und da haben wir natürlich ganz tolle Mentoren drin, den Frank Asmus, den hast du zum Beispiel gewonnen, auf den sind wir natürlich mega stolz, weil das ist der Bühnenstar, möchte ich sagen, für Führungskommunikation, für strategische Kommunikation und das war ein Vorreiter damals, der Geschäftsführer, Vorstände auf die Bühne gebracht hat. Also der arbeitet mit den Hidden Champions und solche Leute da mit an Bord zu haben, das ist schon mega. Und es geht auch um das Thema Mindset oder Mindshift. Da haben wir die Katharina Bommer, deine Frau, dabei. Yes. Das ist auch ganz was Besonderes, weil da geht es ans Fundament, da geht es um dieses, was
was ich vorher schon erwähnt habe, diese Glaubenssätze oder Blockaden, die in uns sind. Also wenn wir mit uns selber nicht rund sind, dann können wir auch nicht andere Menschen begeistern und mitnehmen. Gerade im Leadership-Bereich ist es so wichtig. Ich sage immer, Vorgesetzte sind solche Sesselpupser, die so nach Systemen arbeiten, die irgendwie selber keinen Spirit haben. Und die Leader, das sind Menschen, denen folgen wir. Die haben das drauf. Die sind bei sich selbst. Wir wollen Menschen, die in sich rund sind. Und da ist die Katharina jemand, die da ein bisschen, sagen wir mal, unter die Decke leuchtet und da ein bisschen reingräbt. Das kann auch manchmal ein bisschen wehtun und man ist sehr gefordert, sich zu reflektieren. Aber das ist das wichtigste Fundament für einen guten Auftritt, für einen runden Auftritt, authentisch zu sein. Auch in kurzer Zeit Blockaden zu lösen. Ne? Also genau das, genau wie du sagst, ja, und die verdeckten Sachen, die man nicht so auf den ersten Blick sieht, zu lösen. Ja, also auf die Katharina, da freuen wir uns schon sehr. Die Sonja Gründemann haben wir mit dabei. Das ist eine ganz, ganz tolle Moderationskollegin aus Hamburg, die auch Bühnenmenschen trainiert. Was sie extrem gut kann, ist das schauspielerische Element mit reinzubringen, weil ich habe auch sehr viel in Schauspielschulen in München gelernt für den Auftritt und weiß, wie wichtig so ein Improvisationstheater sein kann, dass man die Lockerheit bekommt, dass man flexibel reagiert auf der Bühne, dass man diesen Humor entwickelt. Und es braucht natürlich auch immer dieses Storytelling, also dieses Geschichten erzählen. Menschen lieben Menschen mit Geschichten, das wissen wir alle. Wir hören extrem gern zu, wenn jemand eine spannende Geschichte über sich selbst vor allem erzählt. Und da ist die Sonja Gründemann auch so eine Expertin, ein bisschen aus der Kabarett-Szene vielleicht noch, wie man das Ganze auch humorvoll übersetzt. Weil wir wissen ja, diese Speaker, die auf der Bühne stehen, die haben diesen gewissen Charme an Humor. Da kann noch so ein starker Fachvortrag im Vordergrund sein, aber die machen das dann mit seiner humorvollen Art und das ist auch ganz ein wichtiges, smartes Tool. Ja, was brauchst du noch? Stimme natürlich, also Atmung, Stimme, das ist das Instrument, das man spielt auf der Bühne, im Podcast, beim Hörer, löst Stimme ja Emotion aus. Mit Stimme können wir leiten, mit Stimme können wir ja führen, Emotionen erzeugen. Das ist unser wichtigstes Instrument, das wir spielen können, aber das muss man lernen zu spielen. Also gerade wenn man so ein bisschen eine zurückhaltende Persönlichkeit ist, dann lernt man auch seine Stimme erst einmal nach vorzubringen. Und da ist die Ariane Roth, unsere Mentorin, auf die ich mich sehr freue, eine tolle Vocal-Coach-Dame, die ja sogar zu Online-Zeiten Menschen zusammengebracht hat, in einem Chor zu singen, die alles Mögliche macht und eben mit ihr bekommt man diese Freude, mit der Stimme zu arbeiten. Und das ist ganz ein wichtiges Instrument. Ja, da werden wir, glaube ich, lustige Übungen machen. Ja, das ist lustig. Vor allem das Aufwärmen von Stimme ist immer, was, das muss ich jetzt machen. Da ist es schon ziemlich spannend. Was braucht man noch? Also Social Media braucht man natürlich jetzt diese Methodiken, wie man über Online-Marketing, sei es über Social Media, über Google Ads, Kunden in einen Funnel, in unseren Trichter bringen, wo sie dann unsere Produkte kaufen und bei uns landen. Und da haben wir die Frances Donner, das ist eine Personal-Brand-Strategin, die ist genauso Spezialistin wie du, die das aber auch sehr gut versteht, diese Persönlichkeit mit reinzubringen, weil eine Marke repräsentiert ja auch auf der Bühne dann dieses authentische Wesen hinter der Marke oder vor der Marke. Und das ist auch eine große Herausforderung, dass es zusammenpasst. Und ihr Freund, der Marc Tiedemann, die haben gemeinsam ein Unternehmen, der ist der Webflow-Experte, der das Ganze dann auch wieder zusammenführt, weil es braucht ja dann auch die Sichtbarkeit, in welche Kanäle gehen wir rein, wo unsere Werbung ankommt, dass es auch wirklich gut ausschaut. Wie machen wir denn, das ist dann auch wieder ein Part von mir, Case-Study-Videos, dass die gut funktionieren, Teaser-Videos, dass wir Leute reinholen in unseren Funnel und so weiter. Also es gibt viele, viele, viele Zusammenhänge für einen tollen Auftritt, vor allem auch für einen Online-Auftritt. Und was es braucht, ist Content, ist Copywriting. Da haben wir den Jakob mit dabei. Özkardes Scheung heißt er, glaube ich. Oder wie spricht man seinen Namen aus?
Ja. Ja, Autor, Blockchain-Autor, der hat es richtig drauf, wie man tollen Content schreibt, wie man das aufbereitet. Das braucht es heutzutage auch. Vor allen Dingen auch mit künstlicher Intelligenz, was so viel heißt, wie er wird uns zeigen, wie ich quasi einen Blogartikel in 2 Minuten schreiben kann. Genau. Ja, also wir tun uns ja immer schwer, irgendwie Texte schnell zu generieren. Und er schafft es, Unique Content mit Hilfe von KI in kurzer Zeit zu unserem Thema zu entwickeln, was ja ein Riesenvorteil ist für viele Unternehmen, die sagen, ich habe keine Zeit. Ja? Genau. Und da wären wir wieder bei diesem schnellen Effekt, dass man Menschen, auch wenn sie die ersten Zeilen in Header lesen, schon begeistert sind, wenn man sie abholt auf der Bühne. Ja. Und Content macht da einen Riesenfaktor aus, ob die Leute weiterlesen, ob sie auf meine Seite kommen, ob sie sich das Video anschauen. Und das ist ein absolutes, wichtiges Tool, das es braucht, auch für den Auftritt, vor allem im Social-Media-Element. Genau. Super. Ja, und es kommen noch einige dazu. Also wir sind ja noch dabei, noch ein paar Module mit aufzubauen. Ja. Es geht wirklich um die Sache Stage Performance, Mentoring, Storytelling, wie man eben Ängste, Blockaden abbaut, vor allem auch Styling und Wirkung. Wie geht denn auf die Bühne? Das ist auch etwas, was immer ein bisschen belächelt wird, aber wenn dann im Live-Moment die Glatze glänzt und man zeichnet sowas auf und das ist fürchterlich dann in der Videoübertragung, die man dann online stellen will, weil der Mensch keinen Visa gehabt hat oder Make-up-Artist, der das Ganze korrigiert hat. Es sind einfach Elemente, die den perfekten Auftritt rund machen. Aber das ist so wichtig, Manu, das muss ich jetzt mal reingrätschen, weißt du, weil wenn absolut. Ich teilweise mir Videos anschaue, also für mich hat das was zu tun mit dem Styling, ja, das hat ja auch was mit der Ausstrahlung zu tun. Im Grunde ist ja das die Verpackung, die ich sehe, noch bevor derjenige auch nur einen Ton gesagt hat, ne? Erster Eindruck. Und dann geht es ja weiter auch mit Technik, ja. Was nützt mir die tollste Stimme, wenn ich ein trauriges Mikro habe? Wenn der Ton hab? Nicht passt, ja. Genau. Oder die Kameraeinstellung nicht funktioniert, weil ich das irgendwie nicht beherrsche. Ja? Also das sind so viele Faktoren eine Rolle. Deswegen finde ich diese Masterclass einfach so wichtig für jeden, der Unternehmen führt oder auch Führungskräfte natürlich, ne, in meinem Unternehmen. Also ganz wichtig, Technik, Mentoring für digitale Präsentationen heutzutage, das bleibt, das wird auch immer ein Element sein. Und da schauen wir sogar in ein Greenscreen-Studio mit rein, wie man sowas aufbauen kann im privaten Raum, aber auch professionell als Unternehmen. Was brauchst du für Technik-Tools? Also das ist etwas, das wird so bleiben und es wird wahrscheinlich noch viel, viel perfekter werden. Aber es ist ein Instrument der Wirkung und das sollte man eigentlich beherrschen, wie du sagst, auch der Look, das ist das Um und Auf, zu welcher Zielgruppe ich da draußen spreche. Sitze ich da im Jogginganzug oder im Anzug vor der Kamera? Wie schaut mein Oberkörper aus? Wie schauen meine Haare aus? Das ist das Gesamtbild und den übertragen wir natürlich auch. Das Gesamtbild kommt genauso über die Kamera online rüber, wie wenn ich live vor jemandem stehe. Das ist dieser Eindruck. Ja. Und das unterschätzen viele. Also da, man glaubt gar nicht, was da alles immer noch passiert. Ja, die Insights teilen wir dann in den nächsten Podcast-Folgen, die wir hier noch produzieren. Die Outtakes, genau. Ja. Sehr schön. Wir werden in den Shownotes dieser Podcast-Folge einen Special Deal platzieren, den werden wir jetzt nicht verraten. Den denken wir zwar uns jetzt gleich noch aus. Ja. Und halten die Spannung ein bisschen oben. Also unbedingt in die Shownotes reinschauen, wenn euch das Thema interessiert. Dann werden wir dort diesen Special Deal entsprechend posten. Ich habe noch mir ein Thema aufgeschrieben. Ich kann nicht verstehen, warum das Thema Bühnenkompetenz kein Unterrichtsfach in der Schule ist. Ja. Letztendlich ist das auch die Motivation, die uns beide angetrieben hat, diese Masterclass hier auf die Beine zu stellen. Was würdest du jetzt auch aus deiner Erfahrung auf der Bühne im Bereich Online, du bist ja da auch sehr aktiv, produzierst ja auch super professionellen Content, was würdest du jedem Unternehmen empfehlen? Was sind so deine 3 wichtigsten Learnings für dich gewesen, die du vielleicht auch so deinem jüngeren Ich mitgeben würdest? Was kann jedes Unternehmen sofort nach diesem Podcast anders machen? Also auf jeden Fall mal, bevor ich MitarbeiterInnen auf die Bühne schicke oder vor eine Kamera setze, denen
eine Ausbildung ermöglichen, dass sie Best Performance liefern, weil stark. Das ist absolut ein No-Go und das ist absolut unfair, wenn man unausgebildete Menschen sagt, jetzt mach mal einen Vortrag, geh online, geh in einen Pitch rein von Kunden. Ich habe jetzt gerade eine Dame im Training, die bricht permanent in Pitches zusammen, obwohl sie ja mega Fachkompetenz hat, aber sie ist immer sehr introvertiertes Mauerblümchen, die das noch nie gemacht hat. Und das ist unverantwortlich hoch 1000. Und wir sind jetzt seit 3 Monaten im Training. Die Frau setzt um, die ist ganz anders drauf, die hat ganz anderes Körperfeeling für sich selber und geht ganz selbstbewusst da jetzt rein. Und das ist ein Muss heutzutage, dass man seine MitarbeiterInnen ausbildet. Das ist sonst unverantwortlich. Oder Videos aufnehmen lässt, wo sie schlecht aussehen, wo sie schlecht rüberkommen und dann stellt man sowas auf die Homepage. Das ist peinlich für viele Menschen, für sich selbst. Genau, Image-Shading fürs Unternehmen natürlich auch nicht gut, aber diese Verantwortung zu erkennen, ich muss meine Mitarbeiter trainieren, ich muss mich selber als Vorstand trainieren, wenn ich weiß, ich kann das nicht. Und die Besten der Besten haben Coaches im Hintergrund. Ja, also, davon kann Frank Asmus ein Lied singen. Ja. Ist wirklich so. Also vor allen Dingen ist das ein kontinuierlicher Prozess und ein andauernder Prozess. Ne? Also es verändert sich ja ganz viel im Leben. Ja? Mhm. Während vielleicht vor 20 Jahren es noch super attraktiv war, PowerPoint-Seiten vorzulesen. Ja. Nee, ich glaube, das war noch nie attraktiv. ist es heute einfach eine ganz andere Form der Präsentation, der Unterhaltsamkeit, ne, des Erlebnisses, was ich einfach kreieren muss. Und das muss ich als Vorstand genauso machen, ja, dass meine Leute da nicht einschlafen. Und ich repräsentiere ja das Unternehmen. Also die Leute, denen ich das vielleicht, und das habe ich sehr oft erlebt, das wird so wegdelegiert. Ja, da irgendeiner sagt dann, ey, ihr müsst jetzt unbedingt Videos machen in eurem Unternehmen. Dann guckt man so in die eigenen rein. Ja, so 99% der Belegschaft tritt einen Schritt zurück und der es verpennt hat, steht vorne und der hat die Aufgabe geerbt. Ja. Aber ohne Support, der sagt dann, okay, ich brauche vielleicht eine bisschen bessere Kamera, aber dann war es das auch schon. Mhm. Und das ist natürlich massiv image-schädigend. Davon gibt es so viele YouTube-Kanäle, die da aufgebaut wurden, die einfach nicht für das Unternehmen sprechen, nicht für die Professionalität des Endproduktes. Mhm. Das muss absolut matchen, weil sonst bin ich nicht glaubwürdig. Ja. Genau. Also ich war jetzt gerade in einem Unternehmen drinnen, wo ich in der Analyse einen Mitarbeiter gezeigt habe aus dem Unternehmen, wo der so schlecht rübergekommen ist als Profi-Experte für Steuerrecht und im Hintergrund das Setting hat ausgeschaut, das Büro, da waren Akten hinten, oben, unten, überall, die Kaffeetasse, die Bilder von der Familie irgendwie umkippt neben der Jause am Schreibtisch. Das komplette Setting hat den vom Experten so weggeholt in einen Chaotenstatus, das war unverantwortlich. Also solche Fauxpas dürfen nicht passieren und da jetzt wären wir schon bei Kamerasetting, aber das gehört zum Gesamtlook des Unternehmens. Und du bist in dem Moment der Experte, der für das Unternehmen spricht, der vor die Kamera geht und die Qualität repräsentiert. Das muss jedem bewusst sein. Ja, absolut. Bin ich völlig bei dir. Okay, das war Tipp Nummer 1. Drei Dinge. Ne? Ja, okay. Ja. Der zweite, also wenn ich da jetzt noch einmal in dieses Schulsystem reingehen darf oder warum man sowas nicht lernt, ist mir heutzutage immer noch schleierhaft, warum das keiner versteht. Dieses Fundament der Persönlichkeitsentwicklung, das wir im Erwachsenenalter jetzt erst lernen und erkennen dürfen, wie wichtig das ist, dass man zu seinem Selbst findet. Wenn man das präventiv in der Schule schon lernt, dass man so sein darf, wie man ist, mit all seinen Möglichkeiten und Talenten und dass diese Begabungen erkannt werden und dass vielleicht Sprechen viel mehr wert ist als Mathematik heutzutage, wenn man da aufsetzt, wenn man da erkennt, dass man Menschen groß machen kann mit solchen Talenten und dass das einen anderen Status bekommt, dass Kommunikation, Rhetorik einen anderen Status bekommt, dann bildet man Menschen aus, die vor anderen Menschen sprechen können, die keine Hemmungen haben. Und wir kennen alle diese Gesangsunterrichtsthemen mit Lehrern, die selbst nicht singen haben können und uns gesagt haben, wir können nicht singen. Da passieren nur viele, viele schlimme Dinge. Und dieses die neue Generation, glaube ich, ist schon auf einem anderen Weg, wie wir waren, aber auch dieses Mindset zu bekommen, ich darf mich zeigen. Mhm. Die wollen sich vor allen Dingen zeigen. Ich glaube,
Die haben ohne noch nicht Hemmungen. So das, ja, genau. Und das die haben noch nicht wir, so das Professionelle, aber genau, die wollen sich zeigen. Ja. Genau, das haben wir noch nicht so intensiv gelernt, aber du darfst so nach vorne gehen, wie du bist. Du darfst die mit all deinen Möglichkeiten präsentieren. Ja. Und dass es vor allem kein negatives Thema mehr ist, weil die sagen, ja, du zeigst immer auf Social Media. Ja, das ist mein Zeigen. Ich wäre doch schön blöd, wenn ich nicht als Bühnenreferentin, als Moderatorin mich selbst nicht zeige oder meine Stimme nicht präsentiere. Das ist meine Arbeit, das ist mein Job. Also keine Hemmungen, an die Front zu gehen. Zeig dich. Das bist du mit deinem Unternehmen, mit deiner vollen Kraft. Ist wahrscheinlich auch im Unternehmen durchaus ein Problem, ja? Wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht so ein paar Mitarbeiter und der eine oder die andere exponiert sich ständig in den Kanälen, ja, nicht nur, weil die Person vielleicht einen Auftrag hat, sondern weil die einfach total begeistert ist von dem Unternehmen. Aber das muss ich in jedem Fall fördern. Weil ja, ich und ich muss es ausnützen. Wenn das jemand kann, dann muss ich den erkennen, dann muss ich verstehen, der hat die Möglichkeiten, das zu transportieren. Und er hat Spaß vor allem dabei. Ich glaube, du hast es im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, mit dem, fühlst du das, dass du da raus willst, wenn du Social Media Content machst? Spürst du das, dass dir das Spaß macht, dass du da kreativ wirst mit deinem Video? Oder wenn du das spürst, das ist das Grundelement. Und das muss ich als Unternehmer erkennen, als Leader. Der kann das. Ja, natürlich hole ich mir den an die Front und das fördere ich. Ja, viele Unternehmen haben immer noch Angst, ja, Thema Fachkräftemangel, dass wenn ich eine Person zu sehr pushe und als Personal Brand für meine Unternehmensmarke aufbaue, dass der oder die morgen vielleicht für ein anderes Unternehmen arbeitet und das alles vergebene Liebesmühe ist. Aber weißt du, was ich machen würde? Ich würde in meinem Wettbewerb, in meiner Branche dafür sorgen, dass ich die Anlaufstelle bin, ja, dass ich meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern mache. Weil wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Ja? Und der Effekt ist ja, wenn mir das gelingt, meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen, dann habe ich A, kostenloses Marketing, weil die Leute begeistert sind und das feiern in ihren Communities. Ja? Die wiederum sind ja meine A-Player. Ja? Die ziehen andere A-Player an. Ja? Das heißt, ich kriege automatisch neue Mitarbeiter, die genauso in ihren Kompetenzen oder in ihren Assets unterwegs sind, wie die Person, die ich da gefördert habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person abwandert, ja, die ja durch und durch mit meiner Marke verbunden ist, ist ja viel geringer, ja, als wenn ich die irgendwie im Keller halte. Ja. Also das ist, glaube ich, ein Potenzial, was noch nicht viele Unternehmen entdeckt haben. Aber das ist Leadership, Norman. Ja. Die Marke, das Unternehmen so in die Mitarbeiter zu implementieren, dass sie das leben und dass sie stolz sind, wenn sie das nach draußen bringen können, auf ihre Art und Weise. Weil wenn ich mich schäme für mein Unternehmen, dann läuft irgendwas was falsch oder wenn ich nicht stolz bin, dass ich da mit drinnen bin oder für das Produkt nicht stehe. Also das ist eine tolle Messlatte, würde ich sagen. Absolut. Was war noch einmal die Frage? Nummer 3 habe ich noch offen. Okay. Sei denn, du hast noch einen speziellen Geheimtipp. Geheimtipp. Also ich werde auf jeden Fall Schlagfertigkeit und Humor mit reinbringen. Oh ja. Weil ich glaube, dass das in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, dass man diesen gesunden Humor verwenden darf, dass es nicht zu steif ist, dass es nicht zu unlocker rüberkommt. Es muss nicht immer alles perfekt sein und das meine ich auch, oder was ich zum Anfang eingeschmissen habe. Jetzt fange ich tirolerisch reden an zum Schluss. Wir können das übersetzen dann simultan. Okay, Untertitel gibt es das beim Podcast. diese Lockerheit zu haben und Mensch sein zu dürfen. Ja. Das ist auf der Bühne das, was wir lieben. Und die besten Entertainer und meine Vorbilder auf der Bühne, die haben diesen Humor mit dieser Schlagfertigkeit. Ja. Stark. Und es darf auch einmal von einem ernsten Thema in einen Humor übergehen, der wegleitet von Angst, von Trauer. Und das ist ein schwieriges Thema, aber wenn man das beherrscht, und das kann man auch üben und lernen, dann kann das sehr gut lenken und leiten. Ja, stark. Ich finde es deshalb so wichtig, weil natürlich Schlagfertigkeit mich auch schützen kann, ne? Falls ich mal wie auch immer, ich will es nicht Angriff nennen, aber wenn ich so angegangen werde von der Seite, wie gehe ich damit um? Das finde ich super interessant.
Und ich habe mir aufgeschrieben, wir werden jetzt ein paar Podcast-Folgen machen in der Zukunft. Was mich auch interessieren würde, wäre der Unterschied zwischen Mann und Frau auf der Bühne. Ja, also wie schwer oder leicht haben es Frauen oder Männer auf der Bühne? Was ist der Unterschied? Worauf muss ich vielleicht als Mann mehr achten oder als Frau? Ja, also das habe ich mir nochmal als Thema aufgenommen. Tolles Thema, vor allem auch ein tolles Mindset-Thema für Frauen, weil wir ja immer mehr von uns zeigen und geben wollen, um zu gefallen. Und Männer sind da eher smart. Also das wäre so der erste Ansatz, den ich habe. Die, so sagen wir auf Tirolerisch, die scheißen sich nichts. Also die machen oft mehr ihr Ding, als wir Frauen, weil wir uns viel mehr vergleichen. Okay, aber da halte ich dagegen. Viele Männer rennen auf die Bühne und das, was dann rauskommt, ist dann halt nichts. Weil sie nicht vorbereitet sind. Ja, genau. Und das sind wir Frauen. Das ist wieder das andere. Und bitte, bitte geh niemals unvorbereitet auf eine Bühne. Das ist absolut ein No-Go. Und da hast du recht, da sind die Männer oft viel lockerer drauf. Aber das Karma schlägt zurück. Das Karma schlägt zurück. Liebe Manu, ich habe jetzt noch drei Fragen an dich. Ich gucke nämlich bitte. So ein bisschen auf die Uhr. Womit fange ich an? Ich habe eigentlich ganz viele Fragen in unserer Personal Insights Runde. Die schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Deswegen suche ich mir jetzt. Eine meiner Lieblingsfragen. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeinen Spleen, irgendeine Eigenart, die du noch niemandem erzählt hast und jetzt hier veröffentlichen möchtest? Oh Gott, was für eine starke Frage. Was würde euch überraschen, wenn ich vielleicht singen könnte auf der Bühne? Also kannst du singen? Das habe ich aber nicht professioniert. Also das war immer so ein Zwiespalt, entweder singen oder reden. Und irgendwann bin ich draufgekommen, singen, da müsst ihr mehr dafür tun, war die Zeit nicht dafür gegeben. Und das Reden war dann die bessere Lösung. Aber die Stimme ist ein großes Thema bei mir und da würde ich in nächster Zeit noch gern viel mehr auf die Bühne bringen in Sachen Poetry Slamming, mit Musik in Verbindung. Also das macht mir wahnsinnig Spaß. Da kommt mein kreatives Wesen raus. Okay, sehr cool. Das finde ich ja auch sehr beeindruckend. Ich singe ja wahnsinnig gern unter der Dusche. Ja. Dann war es das beim Autofahren. Laut schreiend, der Norman lautstark, im Auto. Elvis Presley, hoch und runter. Cool. Aber ich würde mich das nie trauen, auf einer Bühne von einem Publikum zum Besten zu geben. Aber was ich mal gemacht habe, ist, ein Freund von mir ist Musikproduzent. Und der hat gesagt, komm, wir nehmen mal was auf. Und es ist ja unfassbar, was man, wenn es denn nicht live ist, im Studio alles machen kann. Was man rausholen kann. Der Wahnsinn. Ja. Da konnte ich so schief singen, wie nur irgendwas irgendwie das hingekriegt. Ja, und Stimme ist faszinierend. Also wenn man dran arbeitet und es ist das Instrument in uns, das hat jeder. Und du, Norman, du hast eine wunderschöne Stimme. Also mit dir würde ich ja Sachen anstellen. Deswegen hört man dir auch so gern zu, weil deine Stimme so angenehm ist. Und das sind Fakten. Also auch die Stimme, und da muss ich den Menschen gar nicht sehen, ist entscheidend, ob ich dir zuhöre, länger als eine Minute oder abschalte. Und das hat mir meine Moderatoren-Mentorin gelernt und gesagt, Sympathie kommt immer vor Kompetenz. Und das habe ich mal gemerkt und das stimmt. Du kannst noch so gut dein Fach-Know-how drauf haben, aber wenn du das nicht übersetzen kannst durch deine Stimme oder durch deine Sympathie, dann kommt es nicht an. Dann kann ich es auch nicht nehmen, ne? Als Hörer, als Zuschauer. Kann ich es nicht annehmen. Ja, spannend. Okay, zweite Frage. Zweite Frage. Gibt es ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Einen großen Mehrwert? Ah, da gibt es so viele Bücher. Gibt es so eins, was mir hilft, mich auf die Bühne zu trauen? Oder in der Richtung? Ich mag den Michael Rossi sehr gern. Das ist ein Münchner Keynote-Speaker, Schauspieler, der hat ein Buch geschrieben, da geht es um die Kunst der Rhetorik, ist keine Kunst, sondern kein Problem, genau, sagt er. Und
der macht es mit einem Charme und mit einem Humor, Dinge zu erklären, auf die Bühne zu gehen, dass man sich eben nicht verstellt oder wie ein Roboter dasteht nach einem Körpersprachentraining, sondern er erklärt es anders. Also dieses Buch würde ich empfehlen, von Michael Rossi heißt er, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Genau. Cool. Und den habe ich auch schon live gesehen und der hat mir sehr imponiert mit seiner Art, Dinge zu kommunizieren und zu lernen, wie man auf die Bühne geht. Gut, pack mal mit in die Shownotes, genau wie die Kontaktdaten zu dir natürlich. Zur Masterclass natürlich, auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Ja, ne? Wir werden einen Special Deal für euch dort platzieren. Und vielleicht noch der Hinweis, weil wir haben ja den Frank Asmus bei uns im Team. Der Frank hat das Buch Impact geschrieben. Sehr cooles Buch. Genau. Habe ich selber geschrieben. Verlinken wir auch mit in den Shownotes dieser Folge. Liebe Manu, wir sind am Ende unseres Gesprächs. War sehr aufschlussreich. Ich freue mich auf die Deep Dives, die wir dann noch machen. Jetzt haben wir heute so ein bisschen an der Oberfläche geplätschert. Das Thema Männer, Frauen auf der Bühne finde ich super spannend. Wird es demnächst auf jeden Fall Podcast geben. Genau. Mhm. Und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Oh, da hast du mich jetzt gerade getroffen. Ich würde sofort irgendwie versuchen, den Krieg zu beenden, wenn ich eine Superkraft hätte.